Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Montag, den 1.9.2014. Es ist 12:38 Uhr, ganz genau. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Vorab eine Ankündigung, bevor wir in das Video starten. Heute ist ein nationaler Feiertag in den USA, Tag der Arbeit, Labor Day. Und dadurch, dass es eben ein landesweiter Feiertag ist, bleiben auch hier, ein wichtiger Feiertag, bleiben auch hier die US-Börsen geschlossen. Das bedeutet weniger Liquidität, weniger Bewegung. Das bedeutet nicht, dass nichts passiert. Wir haben immer noch zahlreiche problematische Entwicklungen, muss man dazu sagen, hinsichtlich der Ukraine-Krise. Und da können natürlich immer wiederum Nachrichten aus dieser spannungsgeladenen Situation sich auf die Märkte auswirken. Diesbezüglich ist man davor aber nie geschützt. Der Stop-Loss ist der Geschütz letztendlich. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass letztendlich aus der heutigen Sicht wenig Bewegung zu erwarten ist angesichts der dünnen Nachrichten. Lage. Fangen wir jetzt mit dem DAX an. Der DAX hat hier zwei wichtige Marken, in denen er sich aktuell momentan seitwärts auffällt. Einmal hier die 9603er Marke. Nach oben hin ist auch das 61,8er Retracement. Nach unten hin hier die wichtigen Tiefs im Bereich der 9369er Marke. Auch Tages-EMA 200 liegt in diesem Bereich. Und daher erwarten wir hier erst wieder neue Bewegungsansätze, wenn wir entweder über die 9,6 steigen, beziehungsweise unter die 9370 fallen. Dann haben wir Korrekturpotenzial bis in den Bereich von 9,1 oder 8,9. Alles in allem erwarten wir heute mehr oder weniger eine Seitwärtsphase zwischen 9,370 und 9,6. Erst, wie gesagt, wenn hier diese Zone gebrochen wird, diese Zone, dann erwarten wir neue Bewegungen. Das spiegelt sich auch im Übrigen im Dow Jones wieder hier. Aktuell pendelt er momentan an dem Allzeit- und dem Jahreshoch. Korrekturen sind hier durchaus möglich. Der übergeordnete Trend ist intakt. Auch hier momentan eine Seitwärtsphase. Ich lasse jetzt mal den Tageschart. Auf dem Stundenchart sieht man ihn schöner, aber letztendlich tut es der Tageschart auch so. 17.000 Punkte nach unten hin, nach oben hin 17.150, genauer gesagt 17.160 nach oben hin. Sollte die 17.160er Marke fallen, dann haben wir Potenzial nach oben. Bricht allerdings die 17.000er Marke, kann man davon ausgehen, dass wir dann hier eine Korrektur, eine etwas tiefere Korrektur sehen. Zunächst haben wir noch hier diese unterstützende Trendlinie, die ihn noch hält. Bricht er eben diese Trendlinie, geht es unter die 17.000er Marke, können wir davon ausgehen, dass wir hier eine Korrektur bis in den Bereich von 16.850 oder sogar dann nochmal später im Verlauf eine etwas tiefere Konsolidierung bis zu dieser, falsche Trendlinie, so rum, bis zu dieser Trendlinie hier unten an der Tages-200er eventuell nochmal. Aber wie gesagt, das sind Zukunftsszenarien, die erst dann letztendlich in Frage kommen, wenn der Dow Jones unter die 17.000er Marke fällt. Zuvor, also starke Unterstützung im Bereich von 17.000, 17.050, geht es über 17.160, sollten die short- und spekulativ orientierten Trader ausgestoppt werden und das wäre automatisch natürlich dann der Einstieg für die Long-Position. Continental ist mir aufgefallen in der bullischen Flagge. Hier habe ich schon die Trendlinie vorbereitet, dass wir da im Prinzip relativ schnell agieren können. Aktuell konsolidiert er hier die bullische, sehr bullische, den bullischen Trend. Wir sind sehr, sehr weit gestiegen und aktuell befinden wir uns hier in der Korrektur. Aktuell momentan hier in einer sehr, sehr schönen bullischen Flagge unterwegs. Und da ist natürlich letztendlich der Flaggenbruch interessant, nämlich der letztendlich über der 170er Marke stattfindet. Man kann, wenn man es ganz exakt macht, noch ein bisschen höher gehen. So, horizontale Trendlinie. Und da müssen wir mindestens über die 170er Marke drüber, damit wir dann letztendlich hier einen Anstieg sehen sollten. 170 ist nicht nur die psychologisch wichtige Marke, sondern wir müssten dann natürlich auch noch hier diese abwärts verlaufende Trendlinie brechen auf dem Schlusskurschart. Wo ist denn der Linienchart-Trendlinie? Ist die Flagge dann schon so ein bisschen früher gebrochen? Und die Schlusskurslinie funktioniert da in der Regel hervorragend. Auch hier sieht man, am Schlusskurs orientiert sich die Aktie eher als am Linienchart, aber das ist wie gesagt nur eine Kleinigkeit am Rande. Wie gesagt, sollte es dann hier über die 170, 175er Marke gehen, haben wir ein schönes Ausbruchsniveau. Ist noch ein bisschen hin, aber es soll ja auch Setups letztendlich hier vorgestellt werden, auf die man sich vorbereiten kann. First Solar, Ausbruchskandidat, ist schon ein bisschen näher am Ausbruch. Wir haben hier letztendlich die Alarme schon gesetzt. Das sehen Sie links, 75, 50 und 56, 29. Erste leichte bullische Impulse könnten wir dann sehen, wenn wir dieses letzte Hoch hier überwinden. Auf jeden Fall First Solar Aktie, eine Aktie, die man sich angucken sollte. JS Pharmaceuticals, zu den amerikanischen Werten kommend, genau. Nehmen wir jetzt hier einfach mal kurz die Trendlinien raus. Auch hier momentan
ein Ausbruchskandidat in der Form, dass wir über diese Trendlinie angestiegen sind. Gut, jetzt kurz vor diesem letzten Hoch zu kaufen, ist so eine Geschichte, aber wenn er die 165, 62 US-Dollar-Marke bricht, sollten wir in Richtung Gap Close und in Richtung Jahreshoch gehen, in Richtung 175 Dollar pro Aktie. Also hier schon weit in der Bewegung, bullischer Abprall an der 200er war sehr schön an der Stelle. Er befindet sich hier auch noch mehr oder weniger in so einem Dreieck drinne, nicht ganz exakt, aber konsolidiert hier förmlich in und letztendlich über der 165, 60er Marke Aufwärtspotenzial von knapp 10 Dollar. 10 Dollar im Bereich von 175 wäre dann hier das Allzeithoch, auch da der Take-Profit zu suchen. Der Stop-Loss wäre unter dem Ausbruchsniveau, also unter der 160er Marke 5 Dollar. Es ist schon relativ weit, 5 Dollar Stop-Loss, 10 Dollar Take-Profit, Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1, kann man noch durchgehen lassen. Was haben wir noch? Macy's, auch sehr, sehr schöner Ausbruchskandidat, sehr trendstark, sehr bullisch und auch hier der frische Ausbruch über die 61er Marke. Und da gehen wir auch weiter von steigenden Kursen aus. Im untergeordneten Bereich kann man natürlich auch noch dann dieses Momentum hochscalpen über der 63er. Aber hier die Macy's-Aktie, Ausbruch ist erfolgt aus der Seitwärtsphase. Wir korrigierten ja hier immer so konsolidierten hier so einen Bereich von 55 bis 61 US-Dollar pro Aktie. Auch durchaus hier sehr interessant. Was habe ich mir noch? Cardinal Health, Ausbruchskandidat Long habe ich mir aufgeschrieben. Ja, da sind wir hier aktuell an einem wichtigen Hoch von 74,40. Das war hier das Momentum hoch. Ich würde es ein bisschen runterbrechen. Das war eigentlich die psychologische 40er Marke, aber das spielt keine Rolle. Der Trend ist weiterhin aufwärts gerichtet. Gleitende Durchschnitte zeigen das, aber auch das Marktmuster ist im Übrigen hier interessant. Gleichbleibende Hochs, steigende Tiefs. Das heißt, plakativ formuliert, der Markt drückt von unten nach oben und irgendwann springt halt mal dann oben der Deckel raus. Und das ist, wenn man so will, hier die 74, 40er Marke. Wir sind in den US-Dollar. Der Ausbruch hier, den könnte man dann letztendlich stoppen unter der 71er Marke, unter dieser 50er EMA. Und habe ich jetzt die 50er? Ja, 50er. Manchmal benutze ich auch die 55er. Aber in dem Fall jetzt die 50er. Stop darunter wäre auch ein Momentum-Tief. Wir können auch gerade mal auf dem Liniencharts gucken, ob der Stop-Loss einigermaßen akzeptabel ist. Ja, das wäre hier unter diesem Zwischentief, Zwischenhoch 72, 63. Da kann man schon drunter stoppen, wenn man auf den Candlestick-Chart geht. Dann geht man ein bisschen drunter. Das wäre die sichere Variante, 70, 90. Ja, kann man eigentlich lassen. Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber sicherlich sowohl als mittelfristiges als auch natürlich als kurzfristiges Scalping-Ereignis, sage ich jetzt mal, durchaus betrachtenswert. Euro-US-Dollar, letzter Chart für heute, sehr, sehr weit in der Bewegung, übergeordnet, untergeordnet, abwärts gerichtet. Wir sehen hier eine sehr starke Ausdehnung der Bewegung und jetzt ist es eben so, dass wir hier durchaus nochmal Short-Positionen im Bereich der 1,30 als auch natürlich, da haben wir schon den Alarm gesetzt, als auch im Bereich der 1,3370 suchen. Also aufgrund der Tatsache, dass wir sehr weit in der Bewegung sind, sollte man sich durchaus darauf einstellen, dass wir hier eine kleine Korrektur sehen. Die muss nicht kommen, aber wir sind schon sehr weit weg von der Tages-EMA 200, wenn man sich das mal anguckt, hier den Abstand. Das heißt, Korrekturen werden jetzt wahrscheinlicher, die werden wir nicht long traden, sondern eben abwarten, bis wir hier an nennenswerte Widerstände kommen, um dann letztendlich uns mit dem übergeordneten Trend in jene Richtung eben short zu positionieren. Das wären klar diese Szenarien aktuell. Das heißt, wir setzen nicht auf die Long-Korrektur, die jetzt kommen kann, sondern eben auf nach der Erholung die untergeordneten Trendwendeprozesse hier im Bereich der 1,3280, im Bereich der 1,3330. Das war es von meiner Stelle aus. Mehr Setups und mehr Aktien gibt es dann natürlich morgen wieder. Und das wäre dann die Ausgabe für den Dienstag, für den 2.9. Und bis dahin sage ich Good Trades. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.